Die Natur neigt sich langsam dem Winter zu und das bemerke ich natürlich auch im Garten. Viele Kulturen habe ich jetzt bereits schon abgeerntet und da werde ich jetzt bezüglich dieser kalten Jahreszeit gewisse Vorbereitungen treffen und die werde ich euch in diesem Video erzählen. Wenn ihr das Permakulturprojekt unterstützen möchtet, dann könnt ihr es unter anderem im Spreadshirt-Shop machen. Da könnt ihr unter den folgenden Logos aussuchen, was ihr denn auf euren T-Shirts, Pullovern, Schürzen, Cappies und alles Mögliche haben möchtet. Da könnt ihr mal gerne ein bisschen reinschauen. Weitere Möglichkeiten sind jetzt zum Beispiel, wenn ihr Hilfe braucht. Ich gebe auch gerne Webinare in Sachen Permakultur, schleimfreier Heilkost oder zum analogen Feld. Und natürlich auch Tai Chi, wer da ein bisschen in die Richtung auch gehen möchte, Qigong, ein bisschen mehr den Körper fühlen, da könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Da habe ich jetzt auch schon einige Erfahrungen sammeln dürfen. Und zum Abschluss natürlich, wenn ihr einen eigenen Garten habt, dann darf natürlich auch nicht samenfestes Saatgut bei euch im Garten fehlen. Hier habe ich unzählige Tomaten, Gurken, Melonen. Alles Mögliche, was ich so bei mir jetzt die letzten Jahre angebaut habe, ist alles samenfest und freut sich darauf, bei euch im Garten zu landen. An der hinteren Seite vom Folientunnel wachsen noch einige Paprika, da kann ich noch jetzt noch eine grüne Paprika dann für mich später ernten. Der Mangold, der wächst jetzt auch, wird dann auch höchstwahrscheinlich überwintern, aber ich werde ihn rausmachen, weil ich den dann jetzt nicht mehr haben möchte, auch wenn er dann Saatgut wirft, aber davon habe ich jetzt genug. Interessant ist halt, dass die roten Mangolds, die bilden dickere Knollen wie zum Beispiel rote Beete. Sehr interessant, also da ist halt der rote Mangold den anderen Mangoldsorten etwas überlegen, weil der halt diese Knolle bildet. Hier jetzt auch noch mal ein bisschen Paprika, aber jedenfalls, warum ich jetzt hier im Folientunnel bin, ist einfach, um euch zu zeigen, was jetzt für mich eine Wintervorbereitung ist. Und zwar gehört dazu, den Boden zu mulchen. Ich habe da jetzt an manchen Stellen eine recht tiefe, eine dicke Mulchschicht. Ich habe da verschiedene Sachen, Holzhäcksel, Laub, alles mögliche mit rein, um einfach auch den Boden damit auch zu füttern. Habe da auch natürlich Bokashi mit eingearbeitet, damit da ich nächstes Jahr einfach bessere Pflanzen habe, Regenwürmer sich vermehren, Mikroorganismen, alles natürlich vermischt auch mit Pflanzenkohle. Und das Material, das bekomme ich einfach von meinen Nachbarn, jetzt zum Beispiel der Grünschnitt, Laub jetzt im Moment in der Jahreszeit auch, also viele geben ja ihr Laub einfach in den Wertstoffhof oder sonst irgendwo hin, räumen damit, natürlich, weil sie halt einen ordentlichen Garten haben wollen, räumen ja halt ihr Laub weg, obwohl es halt ein super Humusbilder auch ist. Auch für viele Tiere, jetzt zum Beispiel Igel, die suchen sich auch für Nestbau einiges an Laub, aber jedenfalls bekomme ich jetzt einiges an Laub und das nutze ich natürlich auch für mich in den Garten, um einfach hier super Mulch auch zu machen. Da hinten ist jetzt auch noch mal ein Laubhaufen hier auf. Und hier und hinter dem Folientunnel habe ich dann noch mal einen Haufen voller Grünschnitt, den werde ich jetzt hier auch noch mal mit einarbeiten, damit ich halt hier jetzt eine Schicht von 10 bis 20 cm an Mulch habe, das dann hier über den Winter einfach mit verrotten kann und ich dann nächstes Jahr hier eine immer besser werdende Erde habe. Andere Möglichkeit, die ich jetzt auch immer bevorzuge, ist jetzt zum Beispiel auch Bepflanzung. Also entweder man tut mulchen, damit der Boden nicht nackt ist, weil der Frost dann den Boden schadet. Oder man tut dann halt den Boden bepflanzen lassen. Jetzt habe ich hier zum Beispiel meine Endivien-Salate. Die kann man zum Beispiel als Nachkultur machen. Da vorne nochmal Feldsalat oder Spinat. Da habe ich ja auch andere Videos dazu gemacht. Also das sind meine beiden Vorbereitungen. Entweder den Boden abdecken und mulchen als, ja, Vorbereitung und Dünger fürs nächste Jahr oder halt einfach den bewachsen lassen, also mit Feldsalat, Spinat oder anderen Wildkräutern, damit die halt dann ja die Bodenstruktur aufrecht erhalten.
Hier könnt ihr jetzt zum Beispiel gehäckselten Buchs sehen. Ich habe hier überall Holzreste unter dem Mulch oder oben drauf mit aufgelegt, damit sich hier Pilze, zum Beispiel Mykorrhiza-Pilze ansehen, damit die halt in Symbiose mit den Pflanzen gehen, damit die halt noch besser wachsen. Deshalb habe ich hier überall auch mit Holzhack mit eingearbeitet, damit es einerseits halt die Pilze ansiedelt, Feuchtigkeit hält und so eine Art Langzeitdünger für die Pflanzen ist, weil das halt Pilze anlockt und später noch die Bakterien, das halt, weil halt die Zersetzung recht lange vonstatten geht. Und so kann ich dann damit gewährleisten, dass meine Pflanzen über mehrere Jahre hinweg dann doch eine gute Versorgung haben. So, jetzt bin ich fertig mit dem ganzen organischen Material hier in den Tunnel reinzubringen. Ich habe jetzt da vorne jetzt den Haufen gemacht mit dem ganzen alten grünen Gezuppel, dass wenn dann ich hier alles da abgeerntet habe, dass ich dann hier nochmal ein bisschen weiter mulchen kann. Die Grabgabel jetzt hier zum Beispiel, die werde ich dann auch dann später nutzen, wenn die Paprikas dann im Frost gekillt sind, dass ich dann da den Boden auflocker, indem ich halt reinsteche und den Boden durchlüfte. Ich höre jetzt schon meinen Vater schreien, weil er mir die ganze Zeit sagt, dass man den Boden unbedingt umgraben muss, die Erde dadurch locker wird und dann die Pflanzen besser wachsen. Deswegen musst du unbedingt umgraben, sonst wachsen die Pflanzen nicht. Ich stimme ihm bei dem Punkt zu, dass der Boden locker sein soll. Deswegen steche ich hier rein, locker den so auf, damit er nicht so verhärtet ist. Tue aber das alles an Mulchen, damit der Rest über den Winter die Mikroorganismen und das Bodenleben dann wieder auflockert. Ist auch besser als umzugraben, weil da bringt man das ganze Bodenleben durcheinander. Und so bleibt es dann bestehen. Da mache ich auch keine Pilzmyzele kaputt und alles Mögliche. Deswegen einfach kurz reinstechen, Luft in den Boden bringen und auflockern und dann alles schön dick mulchen. Hier im Gewächshaus ist so ziemlich das gleiche Spiel. Jetzt wachsen hier noch ein paar Auberginen und Chilis. Daher warte ich jetzt noch hier, bis die Pflanzen von alleine kaputt gegangen sind durch den Frost. Hier waren die Tomaten, die habe ich jetzt auch entfernt. Die Tomatenreste liegen auch da unten drunter. Da habe ich gar keine Angst mit der Braunfolle. Das mache ich schon seit Jahren so. Hat bis jetzt den Tomaten beim Wachstum noch nie gestört, dass da die mit Braunfäule infizierten Stängelchen da mit dem Boden reingekommen sind. Ich sehe es ja ein bisschen anders mit den Krankheiten, da brauchen die Pflanzen einfach nur mehr Leben im Boden. Das habe ich jetzt mit dem Laub hier gewährleistet, habe hier auch das ganze Laub gesammelt, habe hier einen fetten Haufen gemacht. Ein bisschen Grasgestrüpp kommt dann auch nochmal mit dazu. Und dann, wenn die Pflanzen weg sind, werde ich hier nochmal Bokashi mit einarbeiten und den ganzen Laub aufteilen auf beiden Seiten. Da hinten habe ich jetzt schon ein paar Salate zum Testweise reingesetzt. Das sind Sommersalate, die ich übrig hatte. Mal schauen, ob die was werden oder nicht. Jetzt bin ich hier auch bei der Terrasse. Da könnt ihr jetzt zum Beispiel die Tomatenreste sehen, die ich da einfach liegen gelassen habe. Das ist jetzt die Sunweaver. Die hatte gar nicht so viel Braunfolie, ist aber eine riesen Pflanze geworden. Und ja, genau, da habe ich jetzt die Gurken hier abgeerntet bzw. entfernt. Alles kahl gemacht und die Tomaten da auch noch mal mit reingeworfen. Wie gesagt, ich finde das jetzt nicht schlimm, wenn die Tomaten mit wieder ins Beet reinkommen und es verrottet. Da habe ich ja noch mehr organisches Material mit drin, auch wieder Bokashi mit eingearbeitet. Alles um den Boden fürs Frühjahr wieder gut vorzubereiten. Jetzt ist die Wildblumenwiese komplett kahl. Ich habe jetzt bei dem schönen Novemberwetter habe ich jetzt meine Trauben ziemlich stark zurückgeschnitten. Ungefähr 90% oder auch mehr habe ich da runtergeschnitten. Die werden dann schon wieder alle austreiben und bei den ganzen Rückschnitten, die ich jetzt da gemacht habe, die ganzen Reste, da werde ich mir jetzt Stecklinge machen, wofür ihr dann auch später dann profitieren könnt, weil ich sie dann versuche zu bewurzeln und kann ich sie auch an euch weitergeben. Ein paar Himbeeren darf ich jetzt immer noch im November ernten. Die werde ich mir dann nach getaner Arbeit und sofern sie dann auch noch schön reif sind, dann gönnen. Die Wintervorbereitung ist recht simpel, also entweder ihr habt da irgendwas im Beet bewachsen, überwintern. Ich habe zum Beispiel rote Beete nochmal in meinem anderen Hochbeet vorm Haus. Die lasse ich da auch überwintern. Also das ist eine Möglichkeit. Oder einfach den Boden richtig fett mulchen. Alles mögliche an organisches Material da mit reinwerfen. Auch gehäckselt und alles mögliche. Am besten auch von den Leuten, die halt ihren Garten schön sauber haben wollen, wo dann die Beete offen sind. Alles zum
zu einer Grüngutstelle zum Wertstoffhof gefahren wird. Einfach die Leute fragen, ob sie bei euch das ganze Zeug damit abladen. Vor allem Laub. Laub fällt jetzt auch en masse an. Hilft sogar den Igel, wenn ihr da ein bisschen Laub im Garten habt, einen kleinen Laubhaufen, dann können die sich auch ein bisschen bedienen und ihre eigene, ja, eure eigene Unterkunft zum Überwintern noch mit aufbauen. Auch ein super Vorteil. Also von dem her einfach organisches Material suchen, suchen, suchen und am besten überhaupt gar nichts weggeben oder sonst irgendwas. Das ist dann, da braucht man im Frühjahr auch keinen Dünger kaufen oder sonst irgendwas besorgen, weil das alles ja schon sich selbst gedüngt hat in dem Zusammenhang. So, in diesem Sinne bedanke ich mich vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr auch unten in die Kommentare zum Beispiel schreiben, wie weit ihr jetzt mit euren Wintervorbereitungen seid, ob ihr das jetzt auch so handhabt wie ich oder ob ihr vielleicht auch was ganz anderes macht. Das würde mich sehr interessieren. Natürlich könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren und dabei noch auf die Glocke drückt. Dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und sonstige weitere Links findet ihr unten in der Videobeschreibung, wie ihr mich und das Permakulturprojekt zum Beispiel unterstützen könnt. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin.